dem Bus nach Wasanee gefahren und haben jetzt 1 Euro für uns beide bezahlt für über 100 Kilometer. Also das funktioniert überraschend sehr, sehr gut im Iran. Auch das Busnetz ist super gut ausgebaut. Ja. Und jetzt hier in Wasanee haben wir uns jetzt auch wieder ein kleines Gasthaus genommen, was uns 7 Euro pro Person mit Frühstück kostet, pro Nacht. Und heute Abend machen wir noch eine kleine Tour in die Wüste und werden in der Wüste übernachten. Wasanee ist eine Stadt in der Wüste, an der Seidenstraße gelegen. Viele Karawanen kamen früher hier durch. Die Menschen mussten, wie ihr hier gerade sehen könnt, früher diese Türme bauen, um Tauben halten zu können. Diese alten Ruinen sind völlig frei begehbar. Der Fluss, den ihr hier gerade sehen könnt, ist in Esfahan ausgetrocknet und führt dort kaum noch Wasser, beziehungsweise gar kein Wasser mehr in ganz vielen Monaten im Jahr. Hier in der Wüste kommt aber noch Wasser, weil die Wüste ein bisschen tiefer liegt und somit hat man wirklich eine tolle Möglichkeit, mitten in der Wüste einen Fluss zu sehen. War für uns einzigartig, so etwas haben wir vorher noch nie gesehen. Dann ging es für uns weiter, und zwar über staubige Pisten und über holprige Straßen Richtung Salzsee. Und zwar ist das ein ausgetrockneter Salzsee, der für die Produktion von Salz benutzt wird. Also wir sind quasi von der Sandwüste in die Salzwüste hinein. Zum Sonnenuntergang sind wir dann auf eine Wüstendüne hochgeklettert und haben uns dann von dort oben den Sonnenuntergang angeschaut. Es war ganz schön anstrengend, diese 40, 50 Meter nach oben zu laufen.